Weiter. Ein Wasserschlauch mit Lampenöl für Feuer. Wie? Keine Ahnung. Probier nochmal irgendwo anders hin. Okay, jetzt guckst du wieder wild durch die Gegend. Jetzt nochmal hinten. Ja, nein. Auf das Dingsbums. Genau, und jetzt gehe ich mal da hinten. Aha. Puh, okay. Ein Pilz. Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Eine Libelle, okay. Vielleicht können wir uns irgendwie. Mit der Hängematte? Hallo? Bisschen grobmaschig für mich. Für meine Begriffe. Aber gut, wir haben eine Libelle. Und einen Pilz. Okay, was mache ich jetzt denn damit? Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Den Höhlen. Ach, das ist der Höhleneingang. Jetzt verstehe ich das. Okay, hier ist der Spiegel. Da ist die versteinerte Frau, die versteinerte Fledermaus. Die können wir uns gleich mal mitnehmen, denke ich mal. Ja. Riesenwurm. Uah. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Ja, ohne Quatsch. Ein Loch. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Okay. Ach, kann ich vielleicht da Feuer? Moment. Lampenöl in das Loch? Nein, was soll das? Ja, wenn ich es dir erklären könnte, aber. Gut. Versteinerte Frau. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit dafür, ihr Leben zu riskieren. Und hat's verloren. Zu fest verkeilt. Vielleicht hilft der Spiegel uns, den Lichtstrahl umzulenken. Meinste? Ich glaube nicht, dass ein Spiegel sowas kann. So, der ist zu fest verkeilt. Gerade nochmal ein bisschen was ausprobieren hier, dass ich nix, mit nichts benutzen kann. Pilz, was mache ich denn mit dem Pilz? Okay, warte mal, hier links haben wir nichts mehr. Wir haben also nur noch den Höhleneingang. Nur noch diese vier Sachen hier rechts, die wir benutzen können. So, das geht nicht. Der Spiegel, Loch, Riesenwurm geht auch alles nicht. Unwahrscheinlich. Ach, ja, das wollte ich auch gar nicht. Den Spiegel vielleicht, nee, dachte vielleicht austauschen ins Loch, okay. Was war das denn für ein Geräusch? Ew. Okay, ach so, Moment. Der Spiegel leuchtet dahin und der leuchtet dann wohin? Moment, gehen wir nochmal zurück. Und probieren das. So. Okay, jetzt leuchtet das Ding auf den Höhleneingang. Ach Gott, das heißt, das werde ich. Den Lichtstrahl werde ich vermutlich brauchen, wenn ich den Höhleneingang durchschritten habe. Guck mal nach da hinten, das ist viel schöner. So, das Lampenöl brauche ich offenbar nicht mehr. Das leuchtet dahin. Was habe ich denn noch? Jede Menge Zeug, von dem ich nicht weiß, ob ich es überhaupt brauche. So, Stiefel, die Pflanze kann ich mit nichts benutzen. Das kann ich mit nichts benutzen. Zumindest mit nichts, was ich da rechts im Inventar habe. Es wird ein schönes Feuer. So, ich habe diese Scheibe davor habe ich zertrümmert. Aber was bringt mir das? Mit dem Spiegel kann ich nichts mehr machen. Den kann ich nicht justieren oder so. Dachte, dass ich das Mistding vielleicht blende. Immerhin habe ich seinen Schutz zerstört. Ja, und jetzt? Ach, Mann, Mann, Mann. Mit der Schaufel geht auch nicht. Das Prisma, das Prisma. Verdammt. Das ist aber auch kompliziert hier. Was mache ich denn als nächstes? Wenigstens kann ich mich jetzt ein bisschen frei bewegen. Moment, was ist das denn hier? Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Aha. Aha. Moment, Moment. Öl? Nee. Feuerstein und Ich Stahl? habe endgültig den Verstand verloren. Aber?
Okay. Okay. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht. Also, das war jetzt ein bisschen unspektakulär. Es ist einfach schwarz geworden. So, ich hätte das gerne nochmal genau. Dorten. Dann können wir hier mal in Ruhe runtergehen. Ja, genau. Jetzt zeigt der Lichtstrahl nämlich irgendwo hier. So, das Prisma kommt doch mit Sicherheit da drauf. Ah. Ja. Genau. Das war zu erwarten. Dann haben wir hier zwei Symbole und drei Schalen. Ein zunehmender Mond? Okay. Drei Ziegel? Ja. Also gut. Was könnte dort hineingehören? Bin ich überfragt. Ein zunehmender Mond und drei Ziegel? Was der Teufel? Zunehmender Mond und drei Ziegel. Moment, gucken wir erstmal, was es hier alles gibt. Ein Zahnrad, drehen wir mal. Aha, ah, okay. Ja, logisch, logisch. Das sind die Hinweise, was in diese Schalen rein muss. Nur was sagt mir ein zunehmender Mond und drei Ziegel? So, mehr kann ich hier auch nicht machen, wollen. Ich glaube, ich sollte hier erst noch was erledigen. Okay, ja. Also da in die Schale gehört irgendwas rein. Ich habe einen zunehmenden Mond und drei Ziegel. The fuck. Okay, probieren wir einfach mal alles, was ich habe. Sobald es irgendwie aufleuchtet, dann weiß ich ja, was da reingehört. Eine Öllampe. Ganz offensichtlich, bei einem zunehmenden Mond und drei Ziegeln, da komme ich auch immer als allererstes auf Öllampe. Was? Stehe ich nicht. So, was haben wir hier? Ein Käfer vermutlich. Ja, ich hätte jetzt Skarabäus gesagt. Was hat der Vogel zu bedeuten? Freiheit? Aha, ein Käfer, Freiheit, freie Käfer, Freiheit für die Käfer. Nee, was? Ein fliegendes Insekt. Wer sagt's denn? Okay, das macht halbwegs Sinn. Ein fliegendes Insekt. Und der nächste wäre... Wasser vermutlich. Genau, und Feuer. Feuer. Oder Flammen. Also Wasser und Feuer, brennendes Wasser, Petroleum. Achso, jetzt Moment, ich zünd das gerade noch an. Okay, war es das schon? Komm schnell, Nuri. Wir haben es geschafft. Nuri. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nuri wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit. So viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Klingt nicht so. Warum arbeitest du für den Seher? Ich glaube, er ist der Seher. Du bist der Seher, richtig? Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist. Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird. Wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff. Und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinaf, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Nuri, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig.
Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen. Sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh. Das Ende. Wir haben es abgewendet. Komm, kleine Fee. Sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Dieses verfluchte Rabenvieh. Genau das hätte nicht sein dürfen. Ich bringe allen nur Unglück. Was jetzt? Nori. Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus. Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles, alles ist verboten. Tja. Wer bist du denn? Wer oder was bist du bei Fex? Ich bin ein Unglücksbringer. Oh, ich schäme mich so. Was? Was redest du da? Ich habe so viel Leid angetan, hierhin gestarrt, dorthin geglotzt. Aber was sollte ich auch machen als Wächter des Tores? Du bist der Wächter des Feentores gewesen? Du hast uns mit deinem Blick beinahe umgebracht. Das wollte ich doch nicht. Ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich will einfach alles sehen, weil doch alles so schön aussieht. Und das ganze Licht und die Farben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist das für ein anderes Tor? Du hast doch eben was davon gesagt. Ein anderes Tor, ja, aber der Weg dorthin ist verboten. Wo ist dieses Tor? Sag schon! Es ist in den Traumgemächern. Doch niemand anderes als die Königin darf sie betreten. Sie hat es verboten. Warum hat die Königin das andere Tor verboten? Nein, nein, ich sage nichts mehr. Lass das Auge zu und alles bleibt dunkel. Mhm. Ganz schön putziger kleiner Torwächter. Gucken, was können wir denn hier alles machen? Ein Schacht Lichtstatuetten. Lichtstatuette. Und ein Brunnen. Und das Augenwesen, okay. Ah, hier ist noch was. Seltsames Gerät und das Feentor. Da ist noch ein Ausgang, alles klar.
Dann gucken wir mal. Hey! Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Verloren? Es gibt immer einen Weg. Ja, das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Ich schreie erstmal in eine leere Höhle rein, ob mir irgendjemand vielleicht helfen könnte. Lass mich. Dieses putzige Fellknäuel hätte uns beinahe umgebracht. Aber wie soll man dem kleinen Kerl böse sein? Du bist völlig bescheuert. Und plötzlich sind alle Sachen weg, bis auf Feuerstein und Messer. Also, wie auch immer das funktioniert hat. Ich habe es hoffentlich zerstört. Ach, der hat da durchgeguckt. Wie auch immer das... Ja. Was auch immer das ist. Es ist kein Weg zurück. Ich muss das Tor in den Traumgemächern finden. Aha. Alles still. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Offensichtlich nicht, um was zu hören. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Ja. Ich bin seltsam. Warum ist der Brunnen... Weil... Ah. Du bist... Ja, komm. Kann ich das irgendwie auftauen oder aufbrechen oder zerstören? Irgendwas? Nee. Gut, dann schauen wir. Moment. Nee, hier gibt's auch... Moment, diese Statuette. Kann ich die mitnehmen? Sie flüstert etwas. Ich glaube, sie sucht ihre Tochter. Ach. Sie besteht aus reinem Licht. Ach. Die Feenkönigin hat eine Tochter. Die heißt wahrscheinlich Nuri Darinella Wanda. Und die ist von zu Hause abgehauen. Okay, so langsam fügt sich alles. Ach. Du Kacke. Hey, du! Wer, ich? Wo? Wer bist du? Was willst du hier? Wo kommst du her? Los, sprich! Mein Name ist... Nein, ich bringe dich lieber gleich zur Königin. Komm mit! Nein, ich... Keine Widerworte, geh voran! Puh. Eure Hoheit, meine Königin... Freier Geist über freien Geistern. Dieser Fremde war im großen Saal. Ich habe ihn... Sofort brachte ich ihn zu eurer Majestät. Denn was zu tun ist, wisst allein ihr. Der Junge mit dem Nachthaar? Es ist gut, Wächter. Ihr hat wohlgetan. Nachthaar? Warum nennt ihr mich so? Der Vogelmann hat das Kommen des Nachthaarigen erwartet. Doch offenbarte der Allweise uns nicht, welches Schicksal der Jüngling nach Nairudneva tragen wird. Der Vogelmann. Schweig er! Wir haben ihm nicht erlaubt zu sprechen. Weshalb hat der allmächtige Vogelmann nach ihm Ausschau gehalten? Er mag das Ende bringen, aber auch einen neuen Anfang. Was also sollen wir mit ihm tun? Einkerkern, verbannen, töten lassen oder in gastfreundlichen Gewahrsam nehmen, bis wir die Träume des Allweisen zu deuten vermögen? Ihm ist erlaubt zu sprechen. Ah. Okay, Puh, ich... Boah. Bitte, Majestät, lasst mich einfach wieder in meine Welt. Ich muss jemanden retten, der mir sehr viel bedeutet. Das ist ein einzelnes Schicksal. An unseren Entscheidungen hingegen hängt das Schicksal einer ganzen Welt. Aber sie ist eine Fee, so wie ihr. Eine Fee? In deiner Welt? Wer diese Welt verlassen hat, ist niemals mehr eine Fee. Dann will ich eben euer Gast sein. Ich könnte mich frei bewegen, nicht wahr? Ja, es wäre eine hohe Gnade. Der Nachthaarige hätte Zugang zu vielen Orten und könnte vieles erfahren. Am Ende macht er sich dies zunutze und will fliehen oder uns ausspionieren. Und dann unser Reich in das Geweissack der Unglück stürzen.
Ich spioniere nicht. Ich will nur fort von hier. Wir wussten es. Ihm gefällt unser Reich nicht. Dabei ist alles in der Ordnung. Alles unter unserem Willen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Hier ist nur nicht der Ort, an dem ich jetzt sein sollte. Dann soll er auch nicht unser Gast sein. Dann lasst mich endlich gehen, Majestät. Zurück in meine Welt. Unmöglich. Das Tor führt allein zu uns nach Nairut-Neva und nie mehr zurück. So spreche er schon. Aber das Augenwesen sagte, dass es in den Traumgemächern ein zweites Tor gibt. Hat es das? Das Oculunculus wagt es? Kaum weiß es seine Neugier zu bändigen, da schlägt es uns mit seiner Geschwätzigkeit. Und er, Nachthaar, nimmt sich heraus, nach den verbotenen Gemächern zu fragen? Majestät, ich will nur... Er schweige. Was soll mit dem Nachthaar geschehen? Meine Träume sind undeutlich. Wie soll ich entscheiden? Eine unmögliche Aufgabe. Allerdings, warum nicht? Soll er diese Aufgabe selbst lösen? Ja, höre er unseren Entschluss. Der Kampf, den die Geschicke in ihm austragen, soll sich an drei unmöglichen Aufgaben entscheiden. Wenn er sie löst, gewähren wir ihm Zutritt zu den Traumgemächern. Unmögliche Aufgaben? Was soll das... Still! Ist es wirklich sein Schicksal, Nairut-Neva wieder zu verlassen, so wird er dafür auch Unmögliches leisten können. Denn niemals geht das Schicksal fehl. Also gut, was sind das für Aufgaben? Die drei Aufgaben lauten: Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen sechs Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Und nun prüfe er sein Schicksal. Ah, okay, ich darf schon wieder. Ja, sauber. Rätsel lösen, dafür bin ich doch hier. Kann ich hier irgendwas mitnehmen oder meckert sie dann rum? Nee, ist okay. Und schnappen uns erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Statue. Was ist das denn? Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört. Hm. Na schön, ich sehe gerade, die Zeit ist schon seit einer Folge abgelaufen. Ich bedanke mich bis hierhin erstmal fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.